Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Hat auch nicht lange gedauert, ihr habt es gesehen, ich habe mich auch mit der Hand zurückgebaut. Weil, ja, wenn man halt vergisst, eine kleine Picke was mitzunehmen, dass man die halt reparieren kann, dann muss man leiden. Haben wir im Summit getan. Ihr habt es schneller miterlebt als ich. Ist doch schön. So, aber wir haben auf jeden Fall 9 Blaze Rods. Das ist schon mal wunderbar. Das ist eigentlich das, was wir erreichen wollten. Habe ich jetzt auch noch Blaze Powder? Jawohl, haben wir auch. Ja, da kann man die nämlich auch gleich da oben reintun. So, und jetzt brauchen wir davon 4 Stück. Und wir gehen jetzt hier hin. Ich glaube, ich brauche Long Rods. Das müsste eigentlich so gewesen sein. Jawohl. Dann brauche ich jetzt was? Oh, ich brauche 20 Aspekte in meinem Zauberstab. Ja, das habe ich gar nicht berücksichtigt. Das heißt, ich muss ausgehen. Ich hoffe, dass die aufgesammelt werden. Ja, gehen wir oben ein bisschen spielen. Oh Gott, ist das finster. Ich glaube, die spielen mit mir. Aua. Was getroffen? Es bringt mir jetzt zwar nichts, die Viecher hier. Ich brauche Aspekte. Gib mir Aspekte. Oder was so aus, als hätte die aufgesammelt. Die wollen mir keine Aspekte geben. Das ist nicht schön. So, Aqua habe ich einen. Terra habe ich jetzt genügend. Ignis habe ich 7. Das, ja. Hätte ich vielleicht tun wollen. Ich werde es auf jeden Fall jetzt mal, schon mal ein wenig reinlegen. Ja, das waren jetzt auf jeden Fall die 2. Ja, wir brauchen jetzt den da. Dann brauche ich Aluminiumschrauben. Ich brauche einen Cauldron. Cauldron ist, glaube ich, das wenigste. Ich brauche Aluminiumringe, ist nicht schwer. Aluminiumscrews sind nicht schwer. Das ist nicht das Problem. Sondern mein Problem ist jetzt eigentlich, dass ich jetzt meinen Zauberstab hätte füllen müssen. Ja, ich mache das jetzt ganz einfach. Ich bereite jetzt schon mal alles vor. Ja, aufräumen muss ich ja auch. Halt. So, Aluminiumschrauben habe ich. Dann haben wir gesagt, wir brauchen Rods, wir brauchen Ringe. So, Rod ist drin. Sind auch drin. So, dann schmeißt man dich mal da rein. Dann braucht man noch 7 mal Eisen.
haben wir auf jeden Fall schon mit denen. Und was brauche ich denn für die Brewing Machine? Bin gerade beim Überlegen, macht es vielleicht gleich Sinn, die zweite zu bauen? Eigentlich nein, ne? Nee, weil ich die Circuits nicht habe. Also ich brauche Zinnkabel, ich brauche Glas. Das müsste ich sogar einstecken haben. So, ich räume mich auf jeden Fall auch mal weg. Den nehme ich sogar mit ins Inventar. So, diese komische Axt kommt da raus. Dafür kommt jetzt da der Screwdriver rein. Und der Wirecutter. Dann haben wir auch noch. Wieder falsch. So, dann haben wir das, dann haben wir das, dann haben wir das. Dann kommt jetzt das Ding weg, dann kommt, nein, das da kommt nicht weg, aber das kommt weg und das kommt auch weg. Dann braucht man zwei Kabel. Dann braucht man eine Pumpe. Braucht man zwei Circuits. Braucht man eine Maschinenhall, vermutlich. So, Circuits. Das da kommt dahin. Du kommst dahin. Du kommst dahin. Hier kommen zwei Glas hin. Ja, jetzt fehlt mir eigentlich nur noch der Braustand. Ja, jetzt bräuchte ich eigentlich. Ja. Nee, ich brauche einen Braustand. Ist total schlimm. So, und was habe ich vergessen? Mein Kaldron ist klar. Kommt der Henkel zum Wegschmeißen dran? Jawohl. Und ich brauche noch meinen Kaldron. Den haben wir natürlich vergessen. Platten haben wir gemacht. Oh, 7 war das. Okay. Und das hätte ich bestimmt. Ups, und weg. Ja, aber die Kohle, glaube ich, kann ich aufräumen. Jawohl. Okay. Dauert etwas länger. Ja, wenn ich jetzt natürlich Notes hätte, könnte ich jetzt sagen, okay, ich gehe jetzt Notes suchen und versuche sie nicht leer zu machen. Aqua, aber da Aqua finde ich halt meistens, also früher war es so, findet man halt am Wasser. Meistens. Halt. Ich muss dahin. Also wir haben auf jeden Fall schon mal das komplette Rezept drin. Ja, wenn ich jetzt den sogar reinmache, dann brauche ich sogar 22. Also Terra habe ich, die anderen habe ich nicht. So, wir können jetzt mal schnell gucken, ob ich jetzt hier irgendwo in der Nähe. Habe ich denn in der Nähe überhaupt irgendwo eine Aura? Sehen tue ich schon mal keine. Sonst habe ich immer welche gesehen. Jetzt sehe ich diesmal keine einzige. Kann es aber auch natürlich sein, dass das Glas nicht so weit guckt, dass da 10.000 Stück um mich rum sind, aber ich sehe sie nicht. Wir gehen mal schnell ein bisschen gucken. Das Schlimme ist halt, ich bräuchte jetzt eigentlich einen zweiten Advantage Backpack.
Und zwar die Fledermaus-Variante. In den hier. Oh, ja. Advanced Heat Exchanger. EV. Das kann ich ja komplett in die Röhre prellen. Müsst ihr eigentlich hoffen. Steht eigentlich nichts dort von Neid, ne? Ja. Schafe geben auch, soweit ich weiß, Aspekte. Also die Pferde lasse ich in Ruhe. Noch. Aber ich könnte mal die Squids fragen. Liebe Squids! Gibt ihr Wasser? Ja, lieber Drag, ich habe das schon wieder richtig gesehen, ne? Dass die Durability schon wieder auf 17% oder sowas unten ist. Ja, Aqua. Aqua haben jetzt die Tintenfischis gut gefüllt. Das heißt, wir müssen jetzt trotzdem nach Hause. Ich muss noch mal meinen Bogen reparieren und meine Armbrust reparieren und meine Pfeile. Wo habe ich denn jetzt meinen Gleiter hin? Ach da. Auch schon blind. Okay, der ist jetzt nicht gerade ausgeflogen, sondern der ist abgestürzt. War zu schwer. Okay, also vielleicht haben wir jetzt noch Glück, dass wir es jetzt vielleicht doch noch schaffen. So, wie gesagt, 15. Also zwei haben wir. Ignis fehlt noch, Perdizio fehlt noch. So, dann gehen wir mal schnell nochmal hier rein. Tun das da raus. Ich ja einen Malus, weil ich ja noch den kleinen Zauberstab habe. Aber für den nächsten muss ich halt in Twilight. Das heißt, da habe ich auch noch was vor mir. So, ist der schon mal repariert. Die Pfeile. Kann ich mich schon mal drauf freuen, wenn auf jeden Fall mein nächster Modifier kommt. Weil das wird dann der Emerald. Eigentlich ein Goldblock und ein Ingot drauf packen können. Fällt mir gerade so auf. So, dann jetzt hoffen wir mal, dass da ein bisschen was spawnt. Wenn man mal einen Blood Moon braucht, kriegt man keinen. Na komm. Komm ins Licht, mein Freund. So. Zombie war genau das Richtige. Hallo. Ich bin hier.
Geben Sie mir diese kleinen Pünktchen. Mehr Pünktchen. Oh, zwei sind schon liegen geblieben. Nett. So, dann machen wir mal hier gleich ein wenig Beleuchtung hin. Ich darf noch nicht zu viel beleuchten, weil sonst spawnt nichts mehr. Ja, und das ist jetzt halt genau das, ne, was ich am Anfang immer gesagt habe. Ja, wenn man halt eine Spawnrate von einem Zombie pro Kilometer hat, kommt man nicht weit. Ich höre eine Spinne. Sehe sie sogar. So, da hinten ist noch mal irgendwo ein Zombie. Ich glaube, er hat mich gesehen. Da freut man sich ja eigentlich, wenn da mehrere kommen, ne? Aber ich glaube, die steigen gerade. Hallo? Bin hier. Okay. Oh, da oben ist noch einer. Hui, hallo. Komm mal heran. Komm mal her, du hast vielleicht Feueraspekt. Weil du brennst. Hey. Red mit dir. Ja, mit dir. Give with me. Weiß jetzt nicht, ob er die ganzen Pünktchen eingesammelt hat. Muss mir auf jeden Fall mal demnächst mal ein Schwert machen. Oder ein Rapier oder sowas. So, wie schaut's denn aus? Ignis. Uns fehlt nur noch Ignis. Aha. Ein Hammer. %. Wie viel fehlt uns noch? Ungefähr 10. Ungefähr 10. Okay. Rennt hier rum? Der rennt gar nicht, der ist gerade abgehauen. Feigling! Wow. So, ich kann jetzt nur noch eine Sache probieren. Wir gehen mal schnell noch mal näher. Da finde ich auf jeden Fall ein paar Viecher. Und im Nether könnte es denn sein, dass der Aspekt vorher etwas dominanter ist. Muss ich halt nur welche finden, welche Viecher. Ja, da unten sind leider Zombie-Pigment werden wir wascht. Das sind diese Vampir-Dinger da. Da hab ich ein Problem. Da komme ich mit meinem Pfeil nicht durch. Ich bräuchte
Ja, Holz ist es, ne? Oder verzaubert. Ich habe kein verzaubertes Schwert dabei. Und kein Holzschwert. Hüpfen wir jetzt mal ein wenig darum. Vielleicht kriegen wir hier was. Toll. Mach einen Schaden. Braucht 20 Pfeile für den. Wenn ich jetzt mit dem Pfeil schieße, was passiert denn dann? Ah, da mache ich 11 Schaden. Na ja, toll. Und jetzt ist der Bogen kaputt. Heute. Aber ob ich jetzt Feueraspekte für bekommen habe? Nö, zwei vielleicht. Nee, gar keinen. Gar keinen ist sehr viel. Ja, mit dem möchte ich mich jetzt nicht anlegen. Wie viele Pfeile habe ich noch? 31. Toll, da ist schon wieder so ein komisches Viech. Was brauche ich? Ich brauche Flint, ne? Aber ich habe bestimmt auch keinen Flint dabei. Habe ich nicht mal irgendwann gesagt, ich sollte mal Flint mitnehmen? Ja. Der Titel fasst super. Warum höre ich nicht auf mich selber? Oder warum höre ich nicht auf mich? Nimm mal Flint mit. Geh mal nicht zu den Blaze hin. Warte mal, bis du den Zombie-Pigment und so Rucksack hast. Merk schon. Total aufmerksam. Icke. So, das heißt aber, wir müssen jetzt mal schnell den Bogen reparieren. Es kann jetzt dann jetzt bei euch sein, dass ich jetzt sozusagen kommentiere, aber für euch schon das Bild schneller läuft. Ich weiß es nicht, ob ich, weil ich möchte jetzt nicht, dass die Folge zu ultra lang wird, aber ich würde gerne das Ding noch bauen. So, du kommst weg, du kommst weg. Du auch. So, und jetzt brauche ich Flint. Sehr schön. Keinen da. Jake, wenn du kommentierst, sollst du nicht das kommentieren, was du gerade tust, sondern was du insgesamt magst. Okay, Drake. Versuch mal auf dich zu hören. Ist doch schön, ne? Wenn man versucht, auf sich selber zu hören. Bei anderen hat man dann eine gute Chance, dass man irgendwo eingeliefert wird. Ja. Ich frage mich gerade, wo ich den ganzen Flint hingeworfen habe. Ah, das waren jetzt schon mal drei Stück. So, da kommst du jetzt raus und du kommst raus. Ich hab doch noch gesehen, dass ich noch irgendwo Holz hatte.
Ich habe so viel, ich weiß. Halt. Holz ist hier. Ja, das Holz könnte es sein, dass es eingesteckt hat. Oh, sehr schön. Ich habe ja noch mein gesamtes Inventar voller Klumbatsch. Das habe ich total übersehen. So, muss ich das leider jetzt erstmal hier rein feuern. Weil ich brauche den Platz da drin jetzt. So, raus. Du nicht. Du darfst bleiben. Aber ich kann mal schauen, schnell schauen. Ich habe doch gerade eine. Ne, die Wolke hat er jetzt noch nicht rausgenommen, ne? Genau. Ah, okay. Die habe ich doch schon. Maris. So, darf ich jetzt? Der einzige Vorteil ist, wenn ich noch ein wenig länger brauche, ist es wieder dunkel. Dann kann ich auch. Oder ich habe zu lange gebraucht, bis wieder hell war. Ich war viel zu schnell. Also, wir gucken noch mal. Vor allem, ich weiß gar nicht, ob diese Schweinchen überhaupt Aspektpunkte abgeben. So, das heißt, wir werden jetzt wieder fröhlich jagen gehen. Sollte aber mir noch vorsichtshalber. Weiß, ich darf kein Beef Wellington essen. Doch. Dachte schon. Geht's aber los. So, spiele ich mal mit dem Schweinchen da. Elf Schaden. Natürlich nicht getroffen. Gut. Au. Au. So, und jetzt hüpfen wir hier da runter. So. Ich habe genügend Aspektpunkte bekommen. Ich glaube, der hat doch gerade den roten nicht mehr aufgesammelt, oder? 20 haben wir. Ja, fast. Fast hat's gereicht. Nur bisschen ins Feuer rennen. Macht bestimmt nix. Könnten jetzt hier noch ein paar Viecher rumeiern, bitte? Bräuchte noch welche? Hallo? Habe ich jetzt welche bekommen? Ich habe auf jeden Fall Schweine schreien hören. Das war schon mal von Vorteil. Aber ich habe kein Ignis bekommen. Diese Hunde geben keine ab. Da hinten haben wir noch mein Schweinchen. Lauf hin! Es ist viel zu schnell gestorben. Ich sehe das jetzt schon wieder kommen. Aua. Ich jetzt so die Hucke voll. Aber wenigstens ist es zu Hause. Blast of Storm. Bulwark. Das sei doch irre. Sind das jetzt lauter Specials oder was? Ja, auch.
immer normaler. 42 Leben. Ja, ich probier's. Hui. Habe ich jetzt gerade. Na toll. Ich darf auf die nicht mehr schießen. Ich hoffe, dass der sich nicht regeneriert. Weil sonst wird's witzig. Das ist schön. Den darf ich erschießen. Das Problem ist nur. Ja, das ist wieder so ein großer, der sich aber als kleiner tarnt. Ein Scheinriese oder so. Problem ist halt, wenn ich die halt alle abknall und ich nicht mal in der Nähe davon bin, bringen sie mir nichts. Ja, ich muss halt bei denen komplett aufladen. Habe ich jetzt noch. Ne, ich habe immer noch nur 20. Ich brauche noch zwei. Zwei Feueraspekte bräuchte ich. Könnte ich einen von denen anlocken? Ich zum Beispiel. Kann ich dich anlocken? Nein, kann ich nicht. Ich habe nämlich, glaube ich, schon erschossen. Ich habe nämlich nur noch 8 Pfeile. Nee, und das sind lauter Specials. Die lasse ich mal in Frieden. Weil sonst. Sonst bin ich eher platt als die. Ja, nur Specials. Wie komme ich eigentlich da oben rauf? Das ist eine gute Frage, hä? Mal da weg. Zuerst jammer ich rum, dass es zu wenige sind, und danach jammer ich rum, dass es zu viele sind. Nein, ich habe rumgejammert, dass ich es mich selber erschieße. Es ist was anders. So, aber es ist Nacht, aber es ist gleich wieder früh. Nein, es ist 6 Uhr 7 PM. Das heißt, es wird Nacht. Also probieren wir hier nochmal unser Glück. Sollte nur vorher nochmal schnell Sachen reparieren gehen. Einmal dich. Und. Achtmal dich. Ich wette, ich schalte ab, weil ich sage, okay, es bringt doch sowieso nichts. Und es dauert keine 5 Sekunden. Und ich habe genau das, die zwei Aspekte, die wo ich noch brauche. Ja, also muss man jetzt ein wenig rummosern. Ah, das Dorf. Und es hätte doch schon längst ein bisschen Aspekte geben können. Spalt gleich ab. Schätzen mal, Minecraft ist, sagt jetzt, ja, dann schalt halt ab. Ich habe bis jetzt jeden Aspekt gesehen, nur nicht Feuer. Hey, du brennst. Komm mal. Hey, hier gibt's was für dich.
Feinerchen, Feinerle, komm. Put, 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 put. Ja, du nicht. Mit dir hat keiner gesprochen. Geh weg. Den Feueraspekt. Wie viel waren es denn? Einer. Ich glaub's ja. Muss man hier jeden einzelnen erkämpfen. Ist es denn so schwer, mir noch ein Ignis zu geben? Ja, da habe ich noch einen. Danke. Jetzt habe ich zwei gekriegt. Wollen wir Wetten abschließen? So. Nein. Wette verloren. Vier gekriegt. Kann man es aber nie zurecht machen. Nein. Weiß sowas nicht. Also. Jetzt kommt der Zauberstab da rein. Und ich habe endlich meinen Brewing Stand. Nach gefühlt 2,4 Millionen toten Viechern. Plus fast meines eigenen. Und dann heißt es jetzt, du kommst jetzt dann da rein und dann habe ich jetzt hier meinen Braustand. Dann haben wir den auch. Alles schön. So, und dann schließen wir dich hier an. Heißt jetzt aber nochmal, ich muss noch schnell, nein, muss ich nicht. 750, 1500, ich brauche 4. So, du kommst da rein. 1000. Dann gehen wir jetzt trotzdem schnell nochmal nach hinten, weil der wird sonst nicht reichen. Also nicht weit laufen, nur zum ersten Ofen. Ich glaube, da müsste noch was drin sein. Jawohl, 15 Stück. Und da sind 18 Stück drin. Da holen wir uns die letzten 8. Dankeschön. Jetzt muss ich nur hoffen, dass ich Soapstone da vorne drin liegen habe. Sonst wird's bumm. Ich glaube, Redstone geht auch. Wir schauen aber mal. Also Crystal Oil im Brewing. Mit Redstone geht's. Soapstone haben wir nicht. Talg haben wir. Wenigstens ein. Ja, und der Rest muss halt bei Redstone dran glauben. Aber wir haben es jetzt erst einmal durch. Weil das ist jetzt halt der Vorteil von dem Ding. Und man kann seine Zaubertränke halt auch herstellen. Ich bekomme jetzt halt 750 aus einem. Und nicht mehr den da hinten 3 Milliarden Mal laufen lassen. Und ab jetzt kann ich nämlich auch schön brav meine Säge wieder zum Laufen kriegen, weil da habe ich ja immer zu wenig drin. Und für dieses Affentheater, was das du aufgeführt hast, hast du jetzt so nur das gemacht? Ja. Also ich kann auch Biomasse herstellen. Das ist auch noch so ein zweiter Aspekt, der wohl sehr wichtig wird. Fürs Plastik. Aber nein, ich habe ihn nicht nur für
hergestellt. Von mir ist da viel zuzutrauen, aber. Ab und zu habe ich auch noch nicht den Moment. Schaut mal, ich habe hier ein Holzschwert. Und dann ist Van Helsings Wooden Stake. Ja. Genau. Die sind für die Herrschaften in den schönen Anzügen. Genau. So, aber ich vermute, die Folge wird jetzt sowieso lang genug sein. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Gelächter habt, wie immer damit unten in die Kommentare. Und sonst sehen wir uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.